Gut geschlafen? Ich hatte wieder diesen Traum. Von deinen Eltern? Ja. Wie geht's deinem Arm? Bisschen steif, aber okay. Und dein Rücken? Gut. Was werden wir wohl in Kuwakyaku finden? Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt die mal Augen nachsehen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Du wärst ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich... Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, Warte. Die wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Steh nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Das ist gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Dave? Sammy? Typen, sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave! Dave? Wir erleiden Verluste! Oh nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt!
Danke. Bist du okay? Ja. Nimm das. Hoffentlich waren das die letzten. Das war knapp. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Das heißt, er verheilt. Das war besser als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Das war's. Hübsch. Komm schon, gehen wir. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Ach übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. ¿Quiere negociar? Oh.
Hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? Nein, nur auf der Durchreise. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Danke. Fue un placer. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Omar, estuvieron trabajando toda la noche. Und? Dafür werden sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein! Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Me encantaría sacar estos ladrones. Alles in Ordnung? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores. Vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias. No nos pagan un salario digno. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Lo poco que teníamos se fue o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Danke. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Verpiss dich. Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Ist es gefährlich, Marco. Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Hä? Para qué? Ich will nur mit ihm reden. No quiere problemas. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Also, bist du Marco? Dígame que Omar no la envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo, yo... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Sí. Me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. ¿Usted de verdad haría eso? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. ¿Escuchaste? Ahora
obligarán a nuestros hijos a trabajar? Sí, pobre Pablo. Deberíamos hacer algo. Was ist das? Oh mein Gott. Ayuda, por favor. Bist du okay? Me perseguirán. Bist du Pablo? Sí. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Gracias, muchísimas gracias. Verschwinde von hier. Klingt gar nicht gut. Nicht, dass keiner was auf Pause gesagt hat. Zurück an die Arbeit. Es gibt sicher einen Weg, sie zu motivieren. Scheiße. Was ist denn ihm gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da, bla bla bla. Scheiß Schneeflocke. Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Blödes Scheiß-Tat. Hier vielleicht was. Ich gehe der Sache nach. Estamos hartos de este abuso. Letzte Warnung. No nos quedaremos sin hacer nada. Esto fue la gota que derramó el vaso. Geht zurück. Más les vale que lo dejen ir ahora mismo. Sus armas no los protegerán más. An die Arbeit oder er stirbt. No vamos a dejar que nos amenacen. Son una bola de ladrones. Ich mein's ernst, ich töte ihn. Ya nos llevaron al límite. Zurück. Er kommt sicher gleich wieder. Was, no? Genug? Vermutlich. Schluss mit den Spielchen. Der Commander wird uns umbringen, wenn...
Hier geht irgendein Scheiß vor sich. Ausschwärmen. Waffen bereithalten. Roger, Teamleader. Sammeln. Bereit machen für Angriff. Okay, legen wir los. Wir erleiden Verluste. Verdammte Bastarde. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Bleibt in der Nähe. Meldet euch, wenn ihr was seht. Die muss hier sein. Irgendwo. Das muss ich mir ansehen. Mann am Boden! Verstanden. Ist Familie wieder geordnet. Dann schieß, verdammt! Waffensicher! Und für Angriff bereithalten! Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Bendiciones. Gracias. ¿Viste? A Pablo. Sí, iba corriendo a casa de Abby. Bien, espero que esté bien. Pablo me dijo lo que hizo. No sé qué decir, solo gracias. Son okay. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. ¿Y usted cómo es que se llama?
Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias.